Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Dienstag, den 28.04.2015. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie da sind. Nun, eine deutliche Tendenz sehen wir heute. Die amerikanischen als auch die europäischen Indizes geben ein wenig nach. Der DAX hier heute etwas unter Druck. 1% gibt er ab, ist im roten Bereich 11.880 Punkte, da tendieren wir gerade. Der US-Dollar leicht schwächer, Euro-US-Dollar 0,5% im Gewinn, Britisch-Pfund US-Dollar 0,5% im Gewinn, aber auch der australische Dollar, der zeigt sich heute besonders stark mit über 1,2% im Gewinn. Morgen wird Griechenland hier eine Lösung finden müssen, denn 1,5 Milliarden muss Griechenland hier für die Staatsbedienstete und für die Renten auszahlen. Letztendlich ist noch keine Einigung mit den Geldgebern gefunden. Yannis Varoufakis wurde ein wenig gerügt. Der Regierungschef Alexis Tsipras hat ihm jetzt den stellvertretenden Außenminister zur Seite gestellt, zur Überprüfung. Aber die Griechenland-Thematik belastet natürlich. Letztendlich müssen wir sagen, dass nennenswerte Impulse nur an zwei Marken zu erwarten sind. Also Long-Positionen, die nächsten Long-Positionen ergeben sich erst hier über 12.080 Punkten. Dann haben wir Platz bis in den Bereich von 12.400. Aktuell tendiert er hier übergeordnet. Zwar, also aktuell ist er übergeordnet long, aber auch eben hier in der Konsolidierung. Und innerhalb dieser Konsolidierung, und das machen wir vielleicht mal mit Rot, läuft er auch nochmal seitwärts. So, das heißt, wenn wir uns überhaupt anschauen wollen oder wenn wir überhaupt risikoarm agieren wollen, dann müssen wir uns natürlich fragen, wo entsteht Bewegung. Hier mit diesem Hoch sollten wir durchaus einige Stop-Order triggern. Und deswegen sollte es hier ab 12.080 weiter long gehen. Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, hier unten nochmal eine Long-Position eng gestoppt aufzubauen. 11.630, Stop-Loss 11.570 als Beispiel. Unverbindlich, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und Short-Positionen sind erst dann relevant, wenn der Markt unter 11.600 geht. Und das wäre dann in dem Fall erst hier unten zu erwarten, Korrektur bis in den Bereich von 11.000 Punkten. Also warten auf nennenswerte Einstiege im DAX. Wenn wir uns die amerikanischen Indizes angucken, vorrangig jetzt erstmal der Dow Jones, ob wir den S&P oder den Dow Jones nehmen, spielt an der Stelle keine Rolle. Hier ist zu nennen, dass er in so einer leicht bullischen Aufladung aktuell läuft und darüber hinaus natürlich die horizontalen Hochstände bislang nicht wirklich überwinden konnte. Auch hier gilt, solange kein Ausbruch vorhanden ist, erwarten wir da auch keine Bewegung. Erst mit einem Ausbruch über 18.300 Punkten gilt diese Konsolidierung als beendet und damit dann auch letztendlich ist der Grundstein für eine neue Bewegung gelegt. Ob die dann ähnlich dynamisch ausfällt mit mehreren hundert Punkten, wird man sehen, aber das ist zumindest ab da zu erwarten. Jetzt sind wir an der oberen Seitwärtsbegrenzung, an der oberen möglichen bullischen Flagge. Da sind auch Korrekturen jederzeit denkbar. Da wir nur in Trendrichtung agieren wollen und uns aus den Korrekturen raushalten möchten, gibt es die nächste eng gestoppte Möglichkeit erst so wieder im Bereich von 17.500 Punkten, Tages-EMA 200. Das hatten wir hier schon mehrfach erwähnt, das war hier diese Geschichte. Diese, hier war die Ukraine-Krise, das war geopolitische Verwerfung, das nehme ich außen vor. Aber auch da hat sie mehr oder weniger ganz gut funktioniert, zumindest mit einem Neueinstieg. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann spätestens hier wieder mit Long-Positionen agieren würde. Alternativ können wir uns nochmal den Nasdaq auf 4-Stunden-Basis angucken. Wir hatten hier den Durchbruch über die aktuellen Jahreshöchststände, sehr, sehr dynamisch auch, stärker als die anderen amerikanischen Indizes. Bewegung, Korrektur, Ausbruchsbewegung und jetzt sind wir eben in der Korrektur. Die kann idealerweise noch ein wenig runterlaufen bis zu den bisherigen Jahreshöchstständen von 4.470 Punkten und spätestens da sollte der Markt dann aber langsam wieder drehen und hier in den Bereich der letzten Hochs der aktuellen Jahreshöchststände laufen. Stop-Loss für die ganze Geschichte würde ich unter dieses letzte Tief hier setzen. Denn da sollte es eigentlich nicht mehr drunter gehen. Das heißt, der Stop-Loss knapp unter 4.400 Punkten wäre Werkzeuge hier knapp bei der roten 1 als unverbindliche Möglichkeit. Ja, das ist hier so der Nasdaq. Kommen wir zu interessanten Ausbruchsaktien.
Ich habe Ihnen da einmal Aetna mitgebracht, US-Titel, sehr, sehr schön hier in der Konsolidierung, macht momentan relativ wenig. Es gibt hier nur zwei interessante Einstiegsmöglichkeiten und das wird sich jetzt auch durchziehen durch das Video. Entweder der Markt macht hier einen trendfortsetzenden Durchbruch, es kommt zu einer schönen Ausbruchsbewegung, der Markt läuft über die bis zu 120 oder wir sehen mittelfristig eine Korrektur. Letztendlich ist es egal, was passiert. Hauptsache, wir haben einen Plan und da würde ich erst wieder ab 90 US-Dollar einsteigen, Tages-EMA 200 Pullback. Das wäre noch so eine größere Korrektur als ansonsten erst wieder ab 110 US-Dollar. Akamai Technologies ist ein Wert, der sehr, sehr sauber aktuell läuft. Wir hatten ja hier dieses Marktmuster aus leicht steigenden Hochs, Durchbruch der Tiefs, dann Durchbruch der letzten Hochs bei 65 Dollar. Konsolidierung, Konsolidierung wurde bullisch nach oben hin ausgehebelt. Etwas schwierig, weil wir noch so ein Zwischenhoch hatten. Läuft weiterhin wie bisher. Da ist die Long-Prognose weiterhin gültig. Da kann man so gesehen mit weiter steigenden Kursen rechnen. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter in der Ausbruchsbewegung. Hier nochmal das Pullback auf die 72 liegt im Fokus. Akamai. BlackRock ist die nächste in der Liste. Was haben wir da genau? Da haben wir die Konsolidierung. Eigentlich sehr, sehr schön, wie der Markt sich hier zeigt. Wir haben immer hier hatten wir eine größere Seitwärtsphase, die dann beendet worden ist, gefolgt. Ich markiere jetzt einfach mal die Korrekturen. Und jetzt machen wir die bullischen Ausbruchsbewegungen einfach mal dran. Die war sehr, sehr dynamisch, gefolgt von dieser hier. Und da erwarten wir jetzt im Prinzip eine ähnliche Bewegung ausgehend von dem Bruch oder mit dem Bruch dieser Seitwärtskonsolidierung hier über 380 US-Dollar. Weil momentan sind wir hier seitwärts und da wäre erst ein Ausbruch über diesem Niveau wieder interessant, auch für untergeordnete Trend-Trader. Unibail oder wie man es auch aussprechen mag, hat ein ähnliches Setup wie Aetna, sehr weit in der Bewegung, konsolidiert aktuell. Auch hier nochmal der Hinweis, momentan in dieser Konsolidierung nicht zu handeln, wenn überhaupt, dann Pullback auf dieses Konsolidierungslevel. So, das ist hier diese Variante, würde ich nochmal bevorzugen. Und ansonsten natürlich, wenn der Markt jetzt über 260 nach oben ansteigen sollte, wäre hier oben auch noch eine Möglichkeit vorhanden. Wenn wir die deutschen Titel betrachten, nee, jetzt kommt noch E-Trade, genau, E-Trade ist auch nochmal ähnliches Setup, auch hier momentan in der Konsolidierung, aktuell uninteressant, aber wir wollen ja versuchen, in der Zukunft von Bewegungen zu partizipieren und auch da ist erst mit einem neuen Hoch oder einem Schlusskurs vor allem die Konsolidierung gebrochen, beendet, eine neue Bewegung vermutlich eingeleitet oder eben im Pullback auf die 25-Dollar-Marke. Das sind so eigentlich angenehme Setups, ohne dass man sich einen Stress machen muss, jetzt herauszufinden, wohin es geht. Ich meine, entweder er bricht da oben durch, liefert das Durchbruch-Setup, Stop unter die Seitwärtsphase, 1% pro Trade und dann kann man laufen lassen oder eben er macht die Korrektur. Aber in beiden Fällen sind wir unabhängig davon oder haben wir keine Notwendigkeit, jetzt uns beispielsweise zwingend am DAX orientieren zu müssen. Sondern es ist lediglich hier ein Abwarten, bis der Alarm und/oder die entsprechende Order getriggert wird. Ja, und dann nochmal K plus S. Es befindet sich hier momentan in einer Konsolidierungsformation. Trend ist weiterhin intakt. Sehr, sehr schön. Na, in Blau sieht man es vielleicht besser. Sehr, sehr schön bullische Bewegung. Dann die Korrektur, Ausbruch, weitere Korrektur. Wir sind jetzt in einer Art Dreieck, der Markt kontrahiert. Man sieht es hier deutlich. Und ein Ausbruch aus diesem Dreieck sollte das Momentum mit sich bringen. Die einzige Frage, die sich meistens stellt, ist lediglich die, dass man sich fragt, okay, kauft man jetzt über diesem Hoch, beziehungsweise kauft man erst, wenn die gelbe Bewegungsbock wollten wir jetzt nicht, so, oder kauft man dann erst mit diesem Hoch? Und ich würde halt immer abwarten, ob wir auch noch diese letzten Hochs nach oben hin triggern. Also nicht das rote Szenario, weil wir da schon gegen die letzten Jahreshöchststände antraden, sondern in dem Fall dann das schwarze Szenario hier mit den neuen Jahreshöchstständen. Meine Damen und Herren, das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Trading. Wir hören uns morgen Mittag wieder dann zur Mittwochsausgabe für den 29.04.2015. Mein Name ist Dennis Gürtler. Ihnen einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.